Heute stelle ich euch den Ergometer Ergo Motion BT von Hammer vor. Was das Gerät kann, für wen er geeignet ist, das erfahrt ihr in dem Video, also dranbleiben. Hallo, mein Name ist Armin vom Ergometer und Heimtrainer-Kanal und heute habe ich mal wieder ein Gerät getestet, oder in den letzten Wochen habe ich mal wieder ein Gerät getestet, das ich euch heute vorstellen möchte. Der Ergo Motion BT ist seit etwa einem Jahr auf dem Markt, wird von der Firma Hammersport hergestellt und vertrieben und gibt es sowohl online zu kaufen als auch in 16 Niederlassungen von Hammersport in Deutschland und in der Schweiz. Die Besonderheit bei dem Ergometer ist zum einen die Schwungscheibe, die hier aus dem Gehäuse rausragt. Er hat ein sehr modernes, sehr elegantes Design dadurch. Die Farbe, das ist so ein Anthrazit-Matt, ist komplett durchgezogen, also beim Rahmen als auch bei den Kunststoffteilen vom Gehäuse. Er hat 4 Höhenausgleichsfüße, also nicht nur wie bei den meisten Herstellern 2 an der Rückseite, sondern 2 vorne, 2 hinten und natürlich auch vorne Transportrollen, mit denen man das Gerät in der Wohnung umstellen kann. Angeliefert wird er in einem Paket, das fast 40 Kilogramm wiegt. Der kommt beim Paketdienst, das wird bis an die Haustüre geliefert. Wenn das in der Wohnung in eine zweite, dritte Etage bringen müsst, dann solltet ihr euch auf jeden Fall Hilfe dazu nehmen. Das montiert ist es relativ einfach, das Werkzeug ist auch mit dabei, das man benötigt. Jetzt bei dem Gerät ist es, wir brauchen einen 6er Impulsschlüssel, einen 14er und 15er Gabelschlüssel und einen Kreuzschlitzschraubendreher. Mehr ist nicht notwendig. Wie gesagt, es geht mit dem Einwerkwerkzeug, was dabei ist, aber wenn man zu Hause ein vernünftiges Werkzeug hat, geht es leichter und schneller. Der Ergometer eignet sich für Körpergrößen zwischen 1,50, 53 bis 1,95. Wer es genau wissen will, er passt für Schrittlängen zwischen 63 cm und 98 cm. Also gerade wer Richtung 1,50 geht oder über 1,90, sollte auf jeden Fall vorher die Schrittlänge ausmessen, um zu kontrollieren, ob das Gerät passend für ihn eingestellt werden kann. Wie er die Schrittlänge ausmisst, habe ich auf meiner Webseite ergometersport.de erklärt. Ich mache euch einen Link unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr das nochmal anschauen. Er lässt sich nicht nur eben in der Höhe verstellen, das Sattel, sondern er hat auch noch die Möglichkeit, horizontal um 10 cm verschoben zu werden, sodass eben der Abstand zwischen Sattel und Lenker größer oder kleiner wird. Das heißt, ich kann bequemer oder sportlicher sitzen. Betrieben wird damit ganz normalen Netzteil, was man in die Steckdose steckt. Also sind keine Batterien im Gerät, sondern es geht über ein Netzteil. Ja. Jetzt steige ich gerade mal auf, damit ihr seht, wie leise er auch ist. Bei meinen Messungen hat er Werte erreicht von 37, 38 Dezibel bis 45 und das entspricht leiser Musik oder einem Flüstern. Also ich kann problemlos eben vom Fernseher trainieren, ohne dass ich den wirklich lauter machen muss. Oder ich kann auch abends trainieren, ohne dass ich die Nachbarn beschwere. Die Lenkerhöhe ist für Personen bis 1,80 gut. Ja, wer aufrecht sitzen möchte und ist 1,95, da dürfte er ein bisschen höher sein, aber man kann ihn ja hier über den Verstellmechanismus einfach kippen und dann kann ich weiter oben greifen, sodass ich eben auch wieder bequemer sitzen kann. Für Radsportler vielleicht interessant, der Widerstand lässt sich von 10 bis 350 Watt im Wattprogramm einstellen. Und obwohl die Schwungmasse nicht sehr groß ist mit 8 Kilo, lässt es sich aber problemlos auch bei 350 Watt noch rund treten. Ist erstaunlich eigentlich bei der um Papier kleinen Schwungmasse, wie gut der Rundlauf bei diesem Gerät ist. Was auch möglich ist, bis zu etwa einer Körpergröße von 1,80 bei mir, kann man auch noch im Liegetritt fahren. Wenn man größer ist, wird es wahrscheinlich zu eng zwischen dem Lenker und den Knien.
aber bis 1,80 ist es problemlos möglich. Die Pulsmessung beim Hammer Ergo Motion BT geht zum einen über Handpulssensoren oder über einen Brustgurt, der ist nicht im Lieferumfang enthalten. Es wird ein unkotierter Brustgurt benötigt. Vorteil natürlich, wenn ich einen Brustgurt verwende, ich kann umgreifen. Ich muss nicht statisch in einer Position auf dem Fahrrad sitzen, kriege dann irgendwann Verspannungen, sondern ich kann wirklich meine Position permanent verändern. So, zum Trainingscomputer, der hat oben einen USB-Anschluss, um ein Smartphone oder ein Tablet zu laden, ist mit 5 Bedienelementen ganz einfach zu bedienen. Da gehen wir jetzt dann gleich genauer drauf ein. Jetzt zeige ich euch noch die Bedienung des Trainingscomputers vom Hammer Ergometer. Und da ist relativ simpel aufgebaut. Man sieht, es sind 2, 4 kleine Knöpfe, ein großer, der sowohl gedrückt als auch gedreht werden kann. Wenn man mit dem Gerät an den Strom geht, das mache ich jetzt mal und dann sehen wir, was passiert. Zuerst kommt so ein Kontrollbildschirm und dann springt er auf U1, das heißt User 1 oder Nutzer 1. Hier kann ich dann, habe ich verschiedene Optionen. Ich könnte jetzt direkt Schnellstartprogramm machen, das heißt, ich drücke hier auf Start und dann bin ich im manuellen Programm. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich habe einen Brustgurt an, deshalb haben wir hier auch schon die Pulsanzeige. Ich muss also nicht auf die Handpulssensoren gehen. Und wie gesagt, das ist das manuelle Programm. Das kann ich jetzt hier über das Drehrad anpassen, wie ich es will. Hoch, runter, den Widerstand. Hier sehe ich die Geschwindigkeit im Wechsel mit der Trittfrequenz. Das kommt jetzt gleich. Ja. Dann die Fahrzeit, die zurückgelegten Kilometer, die verbrannten Kalorien, die Wattanzeige. Und hier haben wir dann den Puls. Der linke Balken zeigt die Trittfrequenz an. Die liegt aktuell, was sind wir jetzt, bei 62. Ja, das ist also hier grafisch dargestellt. Und auf der rechten Seite sieht man den Puls mit prozentualen Angaben. Das bedeutet, da ich mich als Nutzer 1 schon angelegt hatte, weiß er, kennt er mein Alter und rechnet dann oder zeigt mir dann die idealen Trainingsschwellenwerte an. Also hier zum Beispiel bis 65%, das ist der Grundlagenbereich und dann geht es immer weiter. Wenn ich jetzt dieses nicht nutzen möchte, dieses Schnellstartprogramm, sondern ich möchte ein vorgegebenes Programm nutzen, dann kann ich das Ganze einfach stoppen. Wenn ich kurz auf Reset gehe, komme ich in den Einstellbereich, das war jetzt hier das manuelle Programm, dann habe ich diverse Programme mit verschiedenen Widerstandsprofilen. Und hier haben wir jetzt die Herzfrequenzprogramme, wähle ich die gerade mal aus. Dann kann ich hier jetzt 55% von meinem maximalen Frequenzbereich einstellen, 75, 90, hoppla. Oder ich habe eine freie Eingabemöglichkeit. Das heißt, wenn jetzt mein Kardiologe sagt, ich darf nicht über 120, dann kann ich hier über das Drehrad meine 120 Puls einstellen. Bestätigen und los geht's. Der Widerstand wird dann automatisch erhöht, bis ich bei einem Puls von 120 bin. Jetzt hätte ich natürlich auch noch auf Start drücken müssen, das kommt natürlich auch noch. So. Der wird automatisch erhöht und wenn ich drüber rausgehe, dann reduziert er sich wieder. Beenden von so einem Programm, einfach Stopp. Einmal Reset, dann bin ich wieder zurück in meinem Auswahlmenü und habe dann hier auch noch dieses Watt-gesteuerte Programm. Hier kann ich dann die Wattzahl vorgeben, also auch da wieder, wenn mir ein Arzt sagt oder wenn ich ihm
Training bin und ich weiß, ich sollte in diesem Bereich trainieren, dann kann ich mir diese gewünschte Wattzahl einstellen. Ja, ich habe jetzt auf 120 Watt eingestellt. Dann könnte ich noch die Zeit vorwählen und so weiter, aber ich habe jetzt gleich mal auf Start gedrückt und dann beginnt das Programm auch und der Widerstandswert wird auf 120 Watt gestellt. Wenn ich langsam trete, dann wird der Widerstand höher, damit ich diese 120 Watt erreiche. Ja, jetzt niedrige Trittfrequenz, da ist der Widerstand jetzt schon ganz schön hoch. Und wenn ich jetzt meine Trittfrequenz erhöhe, dann wird der Widerstand wieder geringer, so dass ich eben immer bei 120 Watt bleiben kann. So, jetzt stoppen wir das auch nochmal. Gehen wieder zurück. Als letztes Programm gibt es dann noch das Nutzerprogramm. Das kann ich mir selbst gestalten. Da kann ich die einzelnen Stufen einstellen, wie ich möchte. Ja. Und kann das dann eben einfach wieder über Start-Stopp losfahren. So, das waren zunächst mal die Programme. Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu den generellen Einstellmöglichkeiten. Und zwar, also nicht in diesem Bereich, sondern eine Stufe ganz zurück. Da drückt man dann etwas länger auf die Reset-Taste. Und dann kommen wir wieder in diesen Kontrollbildschirm und können jetzt die Nutzer auswählen. Ich habe mich schon angelegt auf Nutzer 1 und auf Nutzer 2 meine Frau, also gehe ich jetzt mal auf Nutzer 3, lege das neu an. Wird immer gewählt über das Drehrad, ganz einfach. Dann bestätigen, dann eben männlich oder weiblich, dann das Alter, dann die Körpergröße. Relativ simpel und das Gewicht, das ist momentan viel zu hoch. So. Mit den Daten können dann die einzelnen Programme, wenn ich jetzt eben das Herzfrequenzprogramm oder so weiter nutze, werden die quasi gefüttert und mein Herzfrequenzprogramm wird eben dann mein Alter und das alles berücksichtigt. So, wenn ich jetzt den Nutzer wechseln möchte, weil ich trainiert habe und anschließend möchte meine Frau trainieren, dann gehe ich einfach wieder hier rein, etwas länger. Dann springt der, war ich jetzt Nutzer 3, gehe ich zurück, Nutzer 2 ist meine Frau. Dann haben wir noch zwei interessante Funktionen, wo man ein bisschen kontrollieren kann, ob sich die Fitness verbessert. Ob sich ein Trainingserfolg einstellt. Wenn ich nun eine Körperfettmessung machen möchte oder meine Erholungspulsmessung, wähle ich erstmal wieder meinen Quatsch. Gehe auf 1, 3 Reichsgar. Das muss ich dann immer durch, wenn ich mich auswähle zu Beginn, das ist ein bisschen lästig, muss ich das einfach immer durchdrücken. Dann bin ich wieder im Einstellmodus oder im Menü quasi. Und jetzt habe ich, wie gesagt, die Möglichkeit zum Beispiel Körperfettmessung. Da drücke ich diesen Knopf. Dann sagt er mir U3. Muss dann beide Hände auf die Handpulssensoren legen. Und es dauert dann ein paar Sekunden. Dann müsste mein Body Mass Index und mein Fettanteil, also ich habe jetzt 29% Fett, das kommt hin. Und habe einen Body Mass Index von 28,7, also da muss ich jetzt noch dran arbeiten. Das ist die eine Variante. Wenn ich jetzt trainiert habe, ich mache mal einfach das Schnellstartprogramm rein und lege los. Ja. Dann kann ich auch meine Erholungsfähigkeit nach dem Training bewerten lassen. Geht auch ganz einfach. Auch dazu reicht also nicht der, wobei doch, da reicht der Pulsgurt aus, weil das nur über die Pulsmessung gemacht wird. Ich jage jetzt mal meinen Puls etwas hoch, wenn ich das schaffe. Und jetzt, wenn ich jetzt das Training beende, stopp.
und jetzt die Erholungspulsmessung starte, wird eine Minute lang mein Puls gemessen, entweder mit Gurt oder wenn ich keinen Gurt habe, muss ich die Handpulssensor nehmen. Jetzt bin ich etwas außer Atem und nach der Minute, je nachdem wie schnell mein Puls sich eben normalisiert, gibt es dann eine Fitnessnote. Okay, also ich habe jetzt eine Fitnessnote von 3. Das ist Schulnotensystem, das heißt 1 ist sehr gut, 6 ist mangelhaft, also 3 liege ich gerade mittendrin. Gut. Das ist, wie gesagt, auch eine nette Spielerei. Wenn ich wieder zurück möchte, muss ich etwas länger wieder auf die Reset-Taste und dann komme ich wieder in mein Auswahlmenü oder ich mache eben wieder mein Schnellstartprogramm. Der Trainingscomputer speichert keine Trainingseinheiten ab. Das funktioniert nur, wenn man die iConsole-App benutzt. Wenn man das Gerät am Strom lässt und beendet das Training, dann hat er das, sobald es wieder bewegt wird, angeschaltet wird, ist das alte Training noch drin. Wenn man aber das Gerät vom Netz nimmt, dann geht es verloren. Die eingestellten Werte bei den Nutzern, die bleiben erhalten. Man muss sie nur immer, wenn man das Gerät neu startet, eben einfach mit dieser Taste in der Mitte bestätigen. Ja, das war es eigentlich schon zu dem Trainingsdisplay. Hier oben haben wir noch Anschluss, USB-Anschluss für Tablet oder Smartphone. Hier ist ein Blindstopfen drauf. Das war noch gedacht, um vielleicht einen Ohrclip anzuschließen. Hat man jetzt aber davon abgesehen, weil das heute einfach ja, nicht mehr Stand der Technik ist, einfach zu ungenau. Deshalb verwendet man eben die Brustgurte und wenn man die nicht hat, eben die Handpulssensoren. Genutzt werden kann er auch mit Apps. Geht auch wieder runter. Und zwar mit der App KinoMap App, mit der BipChip App. Das sind beides Apps, die Videostrecken haben, die man dann nachfahren kann. Allerdings, wenn man diese Apps richtig nutzen möchte, dann muss man da ein Abo abschließen. Kostet, glaube ich, je nach Laufzeit so um die 10 Euro im Monat. Sollte man vielleicht vorher austesten, ob man das wirklich möchte. Dann gibt es eine kostenlose App, das ist die iConsole. Da habe ich jetzt keine Videomöglichkeit, aber sie zeichnet meine Trainingsdaten auf, was der Trainingscomputer nicht macht. Und ich kann auch Strecken planen, kann diese nachfahren, wenn es dazu Google Street View Bilder gibt oder irgendwelche Luftaufnahmen, dann kann ich die auch eingeblendet bekommen. Allerdings ist es dann nicht wie ein Videofilm, sondern es sind wirklich einzelne Bilder, die nacheinander angezeigt werden, je nachdem wie schnell ich fahre. Dazu mache ich aber noch ein separates Video, weil es würde hier den Rahmen sprengen. Wenn euch das Video geholfen hat und gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn ihr das Video zur iConsole nicht verpassen wollt oder es kommt noch ein anderes Video zum Hammer Cardio Motion BT und auch ein direkter Vergleich dieser beiden Ergometer, dann abonniert einfach den Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Training. Bleibt gesund, euer Arndt.